Ich bin dafür, dass wir Grenzen so gut es geht frei halten. Aber wenn im Außenbereich kein Schutz stattfindet und wenn deswegen nach Deutschland entweder illegale Zuwanderung oder Kriminalität kommt, dann sage ich Ihnen ganz offen, dann ist mir eine Grenzsicherung wichtig, denn an oberster Stelle steht der Schutz der einheimischen Bevölkerung, meine Damen und Herren. Und den muss ein Staat annehmen, gewährleisten und dafür eintreten. Deutsches Recht, nationales Recht muss gelten. Und ich bin froh darüber, dass diese Entscheidung schon getroffen wird. Jemand, der ein Einreiseverbot hat, der muss auch an der Grenze zurückgewiesen werden, meine Damen und Herren. Wo kommen wir denn sonst hin? Mit unserem bayerischen Asylplan haben wir Folgendes entschieden. Wir stellen komplett um. Wir wollen natürlich, dass jemand hier in einem Verfahren ist, keine Frage, auch ordentlich untergebracht wird, ordentlich ernährt wird, ordentliche Kleidung hat und alles, was er braucht. Aber dafür braucht es kein Geld. Das kann man auch mit Sachleistung machen. Wir wollen keinen dauerhaften zusätzlichen Anreiz kommen, da nach Deutschland zu kommen. Sachleistung statt Geld, meine Damen und Herren.